Hi, ich bin Hebamme Jenny und in meinem Video heute geht es darum, was du in der Schwangerschaft nicht machen solltest, was einem aber leider oft niemand sagt. Und beginnen wir doch mal mit dem ersten, das ist so ein richtiger Klassiker. Es geht nämlich um die Wärme. Du solltest in der Schwangerschaft darauf achten, dass du nicht zu heiß baden gehst. Dein Badewasser sollte nicht über 40 Grad sein. Und du solltest auch darauf achten, wenn du zum Beispiel leichte Rückenschmerzen hast und ein Kirschkernkissen benutzt, dass das nicht zu heiß ist. Worauf du noch achten solltest, ist, dass du in der Schwangerschaft nicht zu viele Sonnenbäder nehmen solltest und auch aufs Solarium verzichten solltest, denn in der Schwangerschaft kann es zu einer erhöhten Pigmentierung kommen, die auch nach der Schwangerschaft, wenn du Pech hast, nicht mehr zurückgeht. In der Schwangerschaft sollte man auch mit dem Benutzen von Medikamenten sehr vorsichtig sein, denn die meisten Medikamente sind in der Schwangerschaft nicht zugelassen. Das können auch ganz simple Sachen sein, wie zum Beispiel ein Nasenspray. Hier gibt es allerdings auch Alternativen, zum Beispiel ein Nasenspray auf Kochsalzbasis. Paracetamol ist auch ein Medikament, ein Schmerzmittel, was man in der gesamten Schwangerschaft nehmen kann. Wenn du dir hier unsicher bist oder einfach mal nachlesen möchtest, dann schau mal auf der Website von Embryotox vorbei. Da gibt es wirklich die besten Informationen darüber, welche Medikamente man in der Schwangerschaft nehmen kann und von welchen man lieber die Finger lassen sollte. Wovon du in der Schwangerschaft auf jeden Fall die Finger lassen solltest, sind natürlich Alkohol und auch Zigaretten. Und auch der Genuss von Cannabis sollte in der Schwangerschaft für dich keine Rolle spielen, denn das wirkt wirklich fruchtschädigender, als man denken würde. Du solltest natürlich auch keine Energy-Drinks konsumieren. Auch da sind Substanzen enthalten, die für die Schwangerschaft nicht gut geeignet sind. Oft sind auf den Dosen sind ja meistens auch Abbildungen, wo eine Schwangere durchgestrichen ist, sodass du dir sicher sein kannst, dass du das in der Schwangerschaft nicht trinken solltest. Aber es gibt auch oft versteckte Sachen, wo zum Beispiel auch Koffein enthalten ist, zum Beispiel im grünen Tee oder, was viele nicht wissen, im Eistee. Auch da solltest du darauf achten, dass du nicht zu viel trinkst, denn auch zu viel Koffein kann für deine Schwangerschaft schädlich sein. Kaffee kannst du trinken, solltest aber auch hier darauf achten, dass es nicht mehr als 1-2 Tassen pro Tag sind. Man kann auch in der Schwangerschaft nicht jeden Tee bedenkenlos trinken, denn zum Beispiel der Pfefferminztee, erstens mal hat er so ein bisschen eine verstopfende Wirkung, also reguliert den Stoffwechsel etwas herunter und kann aber auch gleichzeitig Wehen auslösen. Deswegen würde ich dir raten, in der Schwangerschaft keinen Pfefferminztee zu trinken. Gut geeignet sind hier immer Früchtetees oder auch Kräuterteemischungen. Du solltest auch vorsichtig sein mit diesen ganzen Weihnachtsgewürzen. Auch die können in verschiedenen Teesorten enthalten sein, denn Zimt und Nelke können auch wieder vorzeitige Wehen auslösen. Und dann sei auch vorsichtig, wenn du zum Beispiel jetzt in der kälteren Jahreszeit oder später auf dem Weihnachtsmarkt einen Punsch trinkst, einen alkoholfreien. Auch damit nicht übertreiben, denn auch dort ist oft Zimt und Nelke enthalten. Die meisten Schwangeren legen ja sehr viel Wert auf ihre Hautpflege und sind ganz eifrig dabei, den Bauch zu massieren und einzureiben. Auch hier gibt es 1-2 Sachen zu beachten. Du solltest das mit dem Bauch einreiben nicht übertreiben, also nicht zu lange den Bauch einreiben, nicht über 5 bis 10 Minuten, sage ich jetzt mal, weil man auch durch dieses lange Reiben Wehen auslösen könnte. Und wenn du Dehnungsstreifen vorbeugen möchtest, dann würde ich dir auch den Tipp mit auf den Weg geben, nicht nur den Bauch einzureiben, denn man kann auch an anderen Stellen reißen, zum Beispiel an der Brust, an den Oberschenkeln, an den Oberarmen. Bedenke das und nimm das auf jeden Fall mit zu deiner Körperpflege dazu. Einen weiteren Tipp, den ich dir noch mit auf den Weg geben möchte, weil es einfach in der Praxis auch oft ein Thema ist, ist vor diesem OGTT, vor diesem Zuckertest am Abend zuvor nicht so viel Süßes zu essen, ein bisschen darauf zu achten, dass du auch nicht so viel Obst isst, denn auch da ist viel Fruchtzucker enthalten, um da einfach schon mal so ein bisschen vorzubeugen und keine schlechten Werte zu bekommen. Ein weiterer Tipp von euch war es noch, nicht so viel zu googeln. Sehe ich auch so, wenn ihr irgendwelche Probleme habt, seid ihr sicherlich besser beraten, wenn ihr zu eurer Hebamme geht, mit ihr darüber redet oder auch zu eurem Gynäkologen. Denn wenn man es googelt, wird oft aus einer Mücke ein Elefant gemacht, ne? Da wird aus einem leichten Ziehen schon gleich mal eine Frühgeburt.
Sport in der Schwangerschaft ist auf jeden Fall wichtig und gut. Ihr solltet auf jeden Fall darauf achten, dass er keine Gefahr für euch darstellt. Und ihr solltet auf gar keinen Fall die gerade Bauchmuskulatur trainieren, denn in der Schwangerschaft wächst euer Bauch. Die gerade Bauchmuskulatur geht auseinander und wenn ihr da dann noch rein trainiert, dann bekommt ihr eine ziemlich große Rektusdiastase und habt dann nach der Schwangerschaft das Problem, das wieder zurückzutrainieren. Ihr solltet in der Schwangerschaft nicht Achterbahn fahren. Dieser Tipp kam übrigens von euch. Wenn ihr mal in so einem Vergnügungspark seid, dann habt ihr es vielleicht schon mal gesehen, vor den Fahrgeschäften sind oft Schilder, wo auch eine Schwangere durchgestrichen abgebildet ist. Also solltet ihr auch auf jeden Fall in der Schwangerschaft nicht in die Achterbahn einsteigen. Ich möchte euch da jetzt mit dem Video keine Angst machen. Ich möchte euch nur ein paar Tipps mit auf den Weg geben, was ihr in der Schwangerschaft nicht machen solltet. Gerade jetzt, wenn es wieder in die kalte Jahreszeit geht und es ist Punschzeit, kann sich der ein oder andere vielleicht doch den Weg in die Klinik ersparen mit vorzeitigen Wehen, weil er vielleicht 1 oder 2 Liter vom Punsch schön mit Nelke und Zimt getrunken hat. Das war dann mein Video zum Thema, was sollte ich in der Schwangerschaft nicht tun. Ich denke, das nächste Video wird dann zum Thema, was solltest du auf jeden Fall in der Schwangerschaft tun. Ihr könnt mir ja jetzt schon mal eure Tipps dazu in den Kommentaren schreiben und dann seht ihr mich im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.